bam ba da ba da ba 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 bam ba da ba da ba ba ba. Hi und willkommen zu Kochs Vegan. Der heutige Zutatenvorschlag ist von Schirschig Racher oder so und er wollte etwas haben mit Kartoffeln, Äpfeln und Kokosflocken. Da hätte ich eine Idee für eine Kartoffeltorte. Mal schauen. Dafür brauche ich zunächst natürlich erstmal Kartoffeln. Die reibe ich erstmal ganz grob, am besten gleich in eine Schüssel rein, damit die Stärke auch aufgefangen wird. Da kommt jetzt noch ein kleiner Teelöffel Stärke dazu, eine Prise Muskatnuss und ein Teelöffel Salz. Und das wird erstmal schön untergerührt. Dann braucht ihr so eine Kuchenform und etwas Backpapier. Das legt ihr einfach auf den Boden aus. Setzt den Ring da drauf. So, und darauf gebt ihr dann eure geraspelten Kartoffeln. Und mit einem Löffel streicht ihr alles so glatt wie möglich. Verteilt alles möglichst gleichmäßig. Dann kommt das Ganze in den Backofen und zwar erstmal bei 170 Grad für ca. 15 Minuten. So, dann geht es erstmal in die Apfelschicht. Dafür brauche ich jetzt 3 Äpfel. Die schneide ich schön am Gehäuse entlang und schneide sie dann ungefähr in solche kleinen Stückchen. Dann kommt noch eine Zwiebel dazu. Die würfel ich ganz einfach grob. Und gebe sie mit zu den Äpfeln. Dann brauche ich einen Topf, in den ich erstmal einen Esslöffel Zucker schön verteile. Und dann ganz kurz auf höchster Stufe karamellisiere. So, wenn der Zucker geschmolzen ist und langsam anfängt zu karamellisieren, gebe ich die Äpfel und die Zwiebeln dazu. Das geht übrigens sehr schnell, also man echt ein bisschen aufpassen. Dann die Temperatur auf eine niedrige Stufe schalten, Deckel drauf und dann kann das erstmal vor sich hindünsten. Und nach 2-3 Minuten könnt ihr die Äpfel dann auch einfach ausmachen und auf dem Herd stehen lassen. Dann geht es jetzt an die Kokoscreme. Dafür brauche ich erstmal 50 Gramm Mandeln und ca. 80 Gramm Kokosraspeln. Dazu kommen dann noch ca. 5 Esslöffel Wasser und das wird dann einfach ganz fein püriert. Okay, das war ein bisschen wenig Wasser. Nochmal 5 dazu. So, die Kokoscreme ist immer noch ein bisschen zu trocken, also gebe ich nochmals 5 Esslöffel Wasser dazu. So, nach ein paar Minuten pürieren hat die Creme dann auch die richtige Konsistenz, um sich ein bisschen verstreichen zu lassen. So, nach 15 Minuten könnt ihr eure Kartoffeln mal kurz aus dem Ofen holen und sie einfach mit etwas Rapsöl bepinseln. Und dann kommen sie für weitere 15 Minuten wieder in den Ofen. So, für die Äpfel brauche ich jetzt noch einen Kartoffelstampfer und stampfe die einmal schön durch. Und wenn das Ganze gut durchgestampft ist, dann lasse ich das noch ein bisschen abkühlen. Am besten ohne Deckel, damit das auch noch ein bisschen Flüssigkeit verliert. So, nach 15 Minuten kann ich den Kartoffelboden schon mal rausnehmen. Und lasse ich erstmal ganz kurz abkühlen. Jetzt gehe ich erstmal mit einem scharfen Messer einmal den Rand entlang. Ich lasse den Ring aber erstmal noch drum und verstreiche jetzt erstmal meine Mandel-Kokoscreme. Am besten auf dem noch warmen Boden. Und da oben drauf gebe ich jetzt
die Äpfel und verteile sie auch schön gleichmäßig. Und fertig ist die Kartoffeltorte. Wer möchte, kann jetzt noch ein bisschen Kokosflocken darauf streuen. Und die lasse ich jetzt noch mal ganz kurz abkühlen und dann nehme ich den Ring runter und kann sie auch schon mal anschneiden. So, ich mache jetzt mal den Ring ab nach ein paar Minuten. So, und schon ist sie fertig, die Kartoffeltorte. Mal ein wirklich besonderes Geschmackserlebnis. Ich finde es sehr lecker. Vielen Dank jedenfalls für diesen Zutatenvorschlag. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, dann postet ihr am besten unter diesem Video. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Nachmachen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Ba-da-ba-da-ba-ba-ba.